Guten Morgen, Tag 3. Heute habe ich neben einer Bahnstrecke und einer Bundesstraße oder sowas in der Art übernachtet. Die Sonne geht hier um 3:30 auf, weil ich ja gegen Osten gefahren bin. Zeitverschiebung. Da drüben ist der Badeplatz und der See, neben welchen ich übernachtet habe. Auf der Aufnahme sieht man es wahrscheinlich nicht, aber über den See ist so eine Art Küstennebel gezogen. Und der Steinbruch, wo mein Auto steht, sieht auch nicht besser aus. Und so lange dauert es morgen. Heute habe ich wieder ein bisschen aufgeräumt, sortiert und das Zelt zusammengekriegt. Und ich schaue mal, wie es mit dem Ölstand beim Cinquecento aussieht. Ansonsten habe ich heute Nacht gepennt im Zelt. Praktischerweise ist alles nass. Innen wie außen im Zelt. Nach 1400 Kilometern kann ich minimalen Ölverbrauch feststellen. Ich fülle jetzt ca. 200 Milliliter nach. Es ist inzwischen 7:10. Zeit loszufahren. Ich guck mal, was der Tag so bringt. Öl ist nachgefüllt, Wasser ist okay. Das etwas kühlere Wetter, um 2 Videos abzuladen. Pro Video brauche ich ca. 1,5 Stunden mit allen drin und dran, ohne das Reinstellen dazu. Das habe ich in meine Zeitrechnung auch nicht kalkuliert. Das heißt, ich bin jetzt 1,5 Stunden im Verzug für heute. Dafür gibt es aber Videos. Nachdem ich jetzt ein bisschen Zeit mit Hochladen von Videos und Umlaufen in der Mall verbracht habe, okay, es gab da Toiletten, das wollte ich mal nutzen, denn die Roadtrip-Diät vertrage ich scheinbar nicht so gut. Ich wollte euch mal kurz zeigen, was für Brocken die hier wegräumen müssen, wenn sie eine Straße bauen wollen. Die Gletscher haben hier sehr viel Geröll aus den Bergen hingebracht. Ich fahre durch Schweden, durch die Pampa, so eine Art Bundesstraße. So ziemlich wenig außer Wald, nicht mal sinnvolle Halteplätze und das schon irgendwie seit 60-70 Kilometern. Ich wollte euch mal kurz zeigen, wie es in diesen Wäldern aussieht. Also bei uns würde das Zeug Blaubeeren heißen. Hier sind die rot, aber noch wahrscheinlich nicht reif. Sonst überall Steine. Ein ganzer Wald ist so eine Partie zum Wandern. Vom Stein zu Stein und dann Bäume, die etwa so aussehen. Okay, ich würde sagen, genug der Steine gesehen, weiter geht's. Wollte eigentlich irgendwo am See halten, aber es kam keiner. So langsam ist es immer noch Wald, aber zu berichten, die Landschaft ändert sich. Es gibt ein bisschen weniger Seen, dafür gibt es hier mehr Hügel und es ist immer noch alles voller Wald. Inzwischen ist es wieder ziemlich neblig. Keine Ahnung, wo der Nebel herkommt. Auf jeden Fall weiß ich auch nicht wirklich, wo ich bin. Das Land ist so riesig, man kann sich darin einfach verlieren. Ich fahre inzwischen mit Navi, weil fahre ich irgendwie 300 Kilometer in die falsche Richtung und bleibe im Wald stehen, weil es keine Tankstelle oder ähnliches gibt. Plötzlich aus dem Nichts ist diese Stadt hier aufgetaucht. Da fährt eine Brücke, die ich bezahlen muss. Um die Frage kurz zu beantworten, wo wir hier sind. Wir sind hier an der Ostsee. Wir können entlang der Ostsee weiter zum Nordkap fahren. Oder ich biege jetzt einfach ab und fahre nach Norwegen rüber auf die Lofoten. Das sind noch 700 Kilometer dahin.
Ich glaube, ich mache das zweite. Heute wird eine kalte Nacht. Ich habe keine Ahnung, wo ich übernachten werde. Okay, wir fahren jetzt tatsächlich Richtung der Berge. Wir sind fast direkt an der Ostsee gewesen. Das Wasser da in der Stadt, das waren irgendwelche Fjorde. Die sind hier halt nicht so groß. So langsam, aber sicher geht die Sonne unter. Mir geht der Sprit auch aus. Das heißt, ich muss bald eine Tankstelle finden. In der Theorie gibt es hier eine irgendwo auf dem Weg. In der Praxis bin ich schon an einer vorbeigefahren. Da waren die Schläuche abgeschnitten und sie war stillgelegt. Und dann muss ich mir noch eine Ecke irgendwie zum Pennen suchen. Auf der Suche nach der Tankstelle befahre ich jetzt hier so eine großartige Straße. Kann jetzt noch 140 Kilometer fahren, aber vor der Nacht wollte ich noch mal gerne sicher gehen und tanken. Und da hinten soll es irgendwo rüber zum nächsten Ort gehen und dort soll es eine existieren. Das schaue ich mir mal an. Die Sonne geht unter. Und ich habe eine Tankstelle gefunden mit Benzin, nicht mit Diesel. Okay, jetzt ist wieder voll getankt. Man sieht, dass man nichts sieht. So sieht es aus, wenn ich den Cinquecento für eine Nacht in den Camper umwandle. Mit diesem Anblick ist das Video zum Tag 3 zu beenden. Ich habe eine Tankstelle gefunden, ich habe voll getankt. Bin circa 8 Stunden noch von der norwegischen Küste entfernt. Danach ist das Nordkap schon eine Tagesreise entfernt. Oh, tausende Mücken hier. Gut. Ich weiß nicht, wie die Nacht wird. Ich stehe wieder am Badesee auf dem Parkplatz, nur der ist halt null geschützt. Daher mal sehen. Ansonsten könnt ihr euch die beiden Videos vom Tag 1 und Tag 2 anschauen, außerdem das Video von der Vorbereitung. Und zwischenzeitlich werde ich wohl noch das restliche Zeug reinstellen, was irgendwie nicht fertig geworden ist. Ansonsten, wenn ihr mich unterstützen wollt, wisst ihr, wie das geht. Mal sehen, was der nächste Tag so bringt.